Am 5. Juni 2010 fand im Stadtmuseum Bautzen um 15 Uhr eine feierliche Gedenkveranstaltung anlässlich des 150. Geburtstages des in Obergorich geborenen Kunstmalers Adolf Fischer-Gorich statt. Wir möchten heute anlässlich seines 150. Geburtstages eines Mannes gedenken, dessen Name in unserer Heimat einen guten Klang hat. Kunstmaler Karl Franz Adolf Fischer-Gorich. Im Namen des Heimatvereines Obergorich, dessen Mitglieder zu dieser Veranstaltung ebenfalls hier erschienen sind, ob mit Ehepartner oder Bekannten oder Freunden, möchte ich Sie zu dieser Veranstaltung ganz herzlich begrüßen. Besonders möchte ich willkommen heißen die Angehörigen der Familie des Künstlers, den Enkel, Herrn Dr. Karl Adolf Fischer-Gorich aus Leipzig und seine Gattin. Willkommen. Sowie den Urenkelinnen Frau Astrid Doll aus Bühlen-Baden und Frau Eveline Ott aus Friedrichshafen mit ihren Ehegatten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Weiterhin begrüßte dann Herr Armin Wagner das Ratsmitglied des Gemeinderates, Frau Anita Jakob, die in Vertretung des Obergurcher Bürgermeisters gekommen war. Die Mitglieder des Kunstvereins Bautzens und besonders die Familie Kral aus Koblenz bei Göda, die für die Dauer der Ausstellung ein Ölgemälde, die Schnitter, zur Verfügung stellte. Ein besonderer Dank und Gruß aber gilt heute unserer Gastgeberin, Frau Rehor. Die Leiterin des Stadtmuseums hat uns dieses Foyer zur Verfügung gestellt und mit ihrem Mitarbeiter Herrn Schollmeier diese Ausstellung gehangen. Und noch ein zweites Dankeschön an Frau Rehör, die sich bereit erklärt hat, heute hier die Laudatio zu halten, zu der ich ihr jetzt gerne das Wort gebe. Frau Rehör ging in ihren Vortrag auf das Wirken des Künstlers ein. Adolf Fischer-Gorich wurde am 2. Juni 1860 in Obergorich bei Bautzen geboren. Von 1880 bis 1883 studierte er an der Dresdner Kunstakademie in der Malklasse von Leon Pohle und der Landschaftsklasse von Viktor Paul Mohn. In den folgenden Jahren eröffnete Fischer-Gorich Ateliers in Dresden, Berlin und München. Auf seinen Studienreisen nach Oberbayern und Tirol ließ er sich von der Landschaft inspirieren. Ab 1898 lebte er in Dresden, seit 1900 signierte er seine Werke mit Fischer-Gorich und betonte damit seinen Bezug zur Heimat. Zahlreiche Ansichten von Dresden und Bautzen finden sich in seinem Gesamtwerk. Die zweite Schaffensperiode begann 1902 mit umfänglichen Studienreisen nach Ostfriesland und Holland. Die alten Städte und Häfen gab er in strahlenden, hellen Farben wieder und wurde dafür 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis mit der silbernen Medaille ausgezeichnet. Vom Impressionismus geprägt war seine letzte Schaffensperiode. Dem Stil der französischen Impressionisten begegnete er bereits 1891 auf der Münchner Kunstausstellung. Mit stimmungsvollen Lichteffekten und lockerem, pastellosen Farbauftrag entstehen atmosphärische Landschaftseindrücke und Stadtansichten im Stil des Spätimpressionismus. Diese Ausstellung hier im Stadtmuseum Bautzen ist bis zum 31. August 2010 geöffnet. Den Kunst möglich macht.
So, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich auch Ihnen in diesem Sinne allen einen schönen, bereichernden Aufenthalt innerhalb unserer kleinen Kabinettausstellung, aber auch einen schönen Aufenthalt in unserem Museum. Wir haben ja da noch ein paar Angebote für Sie bereit. Und Ihnen allen wünsche ich noch einen guten Tag. Und jetzt kommt noch mal Musik. Herr Dr. Karl Adolf Fischer-Gorich aus Leipzig, der Enkel des Kunstmalers, bedankte sich abschließend für den durch das Museum gegebenen Rahmen der Ausstellung und bei Herrn Diethard Mardek für dessen unermüdlichen Einsatz. Ein herzliches Dankeschön erging auch an Frau Ophelia Rehor, die Chefin des Bautzner Stadtmuseums. Nach der Feierstunde begaben sich die Nachkommen und Freunde des Malers Adolf Fischer-Gorich nach Obergorich, um in der ehemaligen Papierfabrik und heutigen Firma Rausendorf Maschinen- und Gerätebau GmbH den dort vom Heimatverein eingerichteten Papierfabrikmuseum einen Besuch abzustatten. Hier übergab Herr Hubert Doll aus Bühl in Baden-Württemberg ein Porträt des Papierfabrikbesitzers Karl Friedrich August Fischer als Geschenk an den Heimatverein Obergorich. Der Großvater oder der Wert macht das jetzt vom Mann? Der Großvater. Vater, Vater, Betrieb hängt da. Der Großvater müsste das sein. Ja, genau. Der Großvater vom Maler. Ja. So, meine lieben verehrten Gäste, noch einmal willkommen. Diesmal aber hier. Im Kurenhäusel von Klein Döpschütz klang dann bei einem Imbiss der interessante Tag aus. Beim Auseinandergehen war man sich dann einig, dass die Veranstaltung gelungen war. Alles Gute, gute Fahrt.